Wir sind zurück bei Let's Play Rosenkreuz-Stilett, Freudenstache. Und wir haben 3 Stimmen für die liebe Libera Palesch. Und dann haben wir 2 für Zorne Zeppelin, die clownklaufräudige Kleptomanin. Und wir haben 1 Stimme für die mit der Bazooka. Jetzt weiß ich nicht, ist das eine Bazooka? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht Libea. Und jetzt werden wir die liebe Libea ein bisschen liebkosen. Wir werden ihr die Kleider vom Leibe reißen, um ihre Liebe gedeihen zu lassen. Toll, Liebe und Eis unterkühlt. So, so. Oh Gott. Aber wir müssen uns ja hier richtig lieb und wohlfühlen in dieser schnuckeligen, feuerverachtenden Stage. Wir haben jetzt 2 extra Waffen und einen... Ja, mehr. Danke, dass du durch die Welt spielen schießen kannst. Hier, komm, spiel damit. Oh, es kann damit spielen. Und wir kommen mit dem Ball nach oben durch. Wir fallen hier runter wie ein Loch. Nein, es kommt auch noch Wind, Ninja. Oh Gott. Ah, da unten geht's weiter. Unterm Untergrund geht's weiter, den Berg fern, den klettern wir runter. Wir... Stirb, du Gargülenkühler! Die Gargülenbewegung? Was bist du denn für einer? Achso. Okay, wir können ihn platt machen und ihn platt zu machen. So eine Schweineritis hier. Ist ja immer noch so viel Schneestürm? Schneestürm? Okay, hier kommt der Schnausturm! Auf Liebe! Die Liebe gedeiht und frohlockt. So. Wie wär's, wenn du stirbst? So. Immer schön springen, warm halten, ne? Sonst verrecken wir. Geht das hier kaputt? Nein, nicht sogar. Das war ganz schön knäpplig. Okay, diese Plattform geht nicht runter. Die hier könnte wahrscheinlich runtergehen. Also ganz schnell. Okay, jetzt sind wir schnell im Inneren geschützt. Oh Gott, eine Iceman-Fee. Es ist Iceman. Es ist Icewoman. Ist das schon der Boss? Nein, nicht ganz. Ob ihre Angriffe so viel Schaden machen, wie einst ihr Frostbeulen übersäten Angriff. Was ist das denn im Hintergrund? Toll, wir haben zu viel Eis. Man. Zorn! Ich meine, nimm meine Freude entgegen. Ich entfache die Frohlockung in deinem Gefühlswahnsinn. Ah, scheiß drauf. Das kriegen wir hin. Der Eissturm kann mich mal. Ich sehe genug. Ich kann auch Auto fahren, wenn es dunkel ist. So. Oh, wir sind schon da. Diese Stage war überraschend schnuckelig. Okay, wir haben den Sund, den S-Hund, den Superhund, Strudelshund. Was macht der? Hallo Strudelshund, na, wie geht's dir? Wach oben schön über das Gelände. Wir haben den Schneekristall. Okay, gucken wir mal, ob der Schneekristall gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Waffe gut ist gegen das hier. Libea, was machst du denn hier? Schönen guten Nachmittag, Fräulein Freudia. Ich dachte, dass du mit Karl bist. Karl! Solltest du nicht die Flüchtlinge in Sicherheit bringen? Und nun dieser Schneesturm. Es fühlt sich an, als wenn es deine Magie wäre. Es ist so kalt. Ziemlich, aber schnucklig, aber kalt. Hä? Hey, kannst du diesen Schneesturm nicht irgendwie schon mal aufhalten hier? Geh mal von ihr weg, Strudel. Irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Hä? Ein Homunculus, so scheint es. Also ist sie auch der Kirche anheimgefallen. Die Kirche ist ziemlich weit runtergekommen, wenn sie darauf zurückgreift. Und maskiert, und sich selber als maskiert, als Libea maskiert. Hä? Tia sagte, dass sie viele seelose Kopien von uns zuvor bekämpft hat. Und so... hat sie auch gegen sowas gekämpft oder sowas. Guten Nachmittag, Miss Freudia. Schönen guten Nachmittag. Guten Nachmittag, Miss Fräulein Freudia. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag, Fräulein Freudia. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Guten Abend. Guten Nachmittag. Zähle dich glücklich, ja, Betrügerin. Du sollst die Power, die Macht eines wahren Mitglieds von Rosenkreuz Teletinio abkriegen. Küsch dich kudasai, kusch. Nein. Okay, nix. Weißteufel! Oh Gott, das ist Magnet Man. Toll, ich habe schon wieder eine... Oh, es ist Magnet Sturm Man.
Aua, aua, aua. Sollte diese Waffe loswerden, sobald es... Nein, oh, lass mich! Ich will hier nur ins Menü rein, du Schlampe. Freudenkachel! Karl Gott! Oh ja, oh, oh ja. Toll, toll, ich bin an ihr Fuß gekommen. Sie hat mir ihren Absatz in den Kopf gerammt, diese Schlucke, dieser Eisklotz am Bein. Ah, gut. Frage mich, was ihr Spezialangriff ist. Wahrscheinlich wissen alle, die dieses Spiel kennen. Haha, aua, verdammt, das war schlecht. Das war sehr schlecht. El finito. Genau, finito, dein Leben. Oh. Scheiße, natürlich genau da reingerammt. Oh, okay. Fark. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh. Okay. Also ihre Desperation-Phase ist kacke. Der Rest ist eigentlich ziemlich gut gemacht, aber... Ich habe noch so ein paar koordinative Probleme. Oh ja, nimm dies. Muss ich nur auf... Dass der fucking Sturm... In der... Aha, nimm dies, Fräulein. Fräulein Wandfee. Park. Park, komm runter, wenn ich mit dir kämpfe. Ja, mach den Kram hier. El finito, ah! Ich töte dich. Ich kill dich. Ja, also geht doch. Schwarzkreuz. Mag ihren Griff verloren haben, ihre schwachsinnige Handwerkskunst tritt ziemlich schnell hervor. Wow, sie war wirklich eine Versagerin oder sowas. Du bist so smart, schlau, Freu. Wie hast du das denn so schnell rausgekriegt? Homunkuli sind wie Lebensformen, die von Mana angetrieben werden, wie organische Automaten. Ihnen mangelt es an komplexen Emotionen, wie sie die Menschen haben. Und die Magier. Oder die Magie. Oho! Außerdem liegt Libea sehr viel an ihrem älteren Bruder. Sie lehnt es ab, schlafen zu gehen, wenn er nicht in ihrer Nähe ist. Und so gibt es keine Möglichkeit, dass sie die Willenskraft, hätte, hier draußen alleine zu sein. Die wahre Libea würde niemals in der Lage sein, ihre Trennungsangst so einfach zu überwinden. Oh, nicht wenn... Moment. Nicht wenn jedes andere Wort aus ihrem Mund Bruder wäre. Oder sowas. Vitia und Freu. Hä? Ich renne nicht die ganze Zeit herum und rufe Tia den ganzen Tag. Oh, Mann, das hat aber lange gedauert, bis das Ding kaputt gegangen ist. Aber trotzdem kriegen wir von diesem Homunculus die ureigensten Kräfte des Liebhabens. Oh, das sieht gut. Freudenzwinger. Ja, ich denke auch immer an Zwinger, wenn ich Freude verspüre. So, dann haben wir auch die großen 5 aus dem Königreich des Schneesturms. Und zwar immer noch The Metal Hero, Doris. Die Zorne, die Traurare und die Groller. Bis dann, auf Wiedersehen.